Ja, heute möchte ich euch mal etwas über Size Zero erzählen. Das ist ja ein Abnehmprogramm von Julian Zietlow und seiner zukünftigen Frau Alina. Dieses Programm geht 10 Wochen lang und kostet stolze 299 Euro, also 300 Euro eigentlich so, kann man sagen. Und ja, ich habe mir dieses Programm gekauft, weil ich mich in meiner Haut total unwohl fühlte. Ich wog dann inzwischen schon 70,2 Kilo und das in meiner Größe von 1,63 Meter geht gar nicht, also totales Übergewicht. Ich weiß nicht, ich fühlte mich überhaupt nicht wohl, es schwabbelte alles nur, es war überhaupt nicht straff und man fühlte sich dann auch schon langsam so ein bisschen beobachtet, wenn man so eine kleine Plauze hat, also so ging es mir zumindest. Und, dachte ich mir so langsam, ey, komm, Mira, setz dich mal auf den Arsch, du musst was ändern. Und Size Zero habe ich schon ganz, ganz lange verfolgt, also schon Anfang des Jahres verfolge ich Size Zero schon und sehe immer diese Vorher-Nachher-Bilder von den ganzen Army-Mitgliedern, also von den Mädels. Und ja, das war echt so ein, es war echt schon eine große Motivation, diese Bilder. Und jedes Mal dachte ich mir so, kaufe ich mir das jetzt, kaufe ich es mir nicht, das ist ja echt schon richtig viel Geld. Und da habe ich ein bisschen nachgedacht, so, ach, ich bekomme ja Urlaubsgeld und so. Und dann kann man eigentlich sollte man lieber sparen, das Urlaubsgeld. Aber ich habe mir dann dafür Size Zero gekauft und ich bereue es bis heute noch nicht, dass ich mir das gekauft habe. Das ist echt ein tolles Programm. Und ja, also die ersten 5 Wochen, also ich bin jetzt in Woche 8, so mittig ungefähr. Also jetzt Mittwoch fängt dann Woche 9 an. Ja, so bis Woche 5 ging es eigentlich alles total einfach, auch mit der Ernährungsumstellung auch ging es total schnell, also total super, mein Körper hat sich total schnell dran gewöhnt und auch mit dem Sport, jeden Tag habe ich dann halt diese Workouts gemacht, die man ja bekommt, also man bekommt jede Woche, also jede, ja, so die ersten beiden Wochen ist da eine Trainingsplan, auch eine Ernährung so, wie man sich ernähren soll. Dann 3 und 4 ist wieder was anderes, anderer Trainingsplan, anderer Ernährungsplan und so. Und halt immer jede 2 Wochen ist immer anders. Ja, auf jeden Fall war es alles total einfach und easy. Und bis zur Halbzeit, sag ich mal, bis Woche 5, hatte ich auch tolle Ergebnisse. Also schon viel an Gewicht verloren und viele Zentimeter auch verloren. Ja, und mir ist so heiß. Gerade schon die Rollos runtergeholt. Auf jeden Fall, ja, ging alles total einfach und dann ab Woche 5 bis jetzt Woche 8, also 6, 7, 8, habe ich echt schleifen lassen. Ich habe kaum Sport gemacht und Ernährung, ja, also halte ich mich immer noch dran auf jeden Fall. Zwar jetzt ab Woche 8 oder 7, glaube ich schon, ja, 7 und 8, soll man auch morgens irgendwie nur noch Eier essen und kein Brot mehr. Das fand ich echt schon krass und das mache ich auch nicht, weil ich Eier nicht so gut vertragen kann. Und ich cheate auch ab und zu. Also ich gönne mir auch ab und zu ein Eis oder Schokolade oder weiß ich was. Da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, weil ich finde, man, klar, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann soll man das auch machen, auf jeden Fall. Aber man soll auch nicht gleich auf alles verzichten, so gerade bei diesen heißen Temperaturtagen, die wir jetzt haben, hat man eh so wenig Hunger, also so geht mir das. Dann kann man sich auch mal ein Eis gönnen, mein Gott. Und bei mir war es immer so, ich habe mir da was gegönnt, dann habe ich so echt so ein bisschen viel Schokolade mal an einem Tag gegessen, wenn es mir nicht so gut ging. Und am nächsten Tag wog ich viel weniger als den Tag vorher. Und da dachte ich so, hey gut, mein Körper braucht das wohl, den Zucker und weiß ich was. Und schadet auch nicht, weil wenn ich jetzt Sport mache, so, also ich gehe auch noch zwischendurch ins Fitnessstudio. Also ich habe jetzt die Übung zu Hause nicht so gemacht, Woche 6, 7, 8, aber dafür bin ich ins Fitnessstudio gegangen mit einer Freundin zusammen. Und das hat sich dann, ja, ausgeglichen, sage ich mal dann. Ja, aber ich versuche jetzt so langsam wieder den Sport auch zu machen. Wenigstens dann wirklich abends. Es ist halt so heiß in meinem Zimmer. Und dann letztens habe ich es gemacht. Ein Workout vor 2 Tagen, vor 3 Tagen oder so. Und da ging echt mein Kreislauf langsam
ich weiß nicht was. Also ging dann gar nicht, weil das so heiß im Zimmer war. Und ja, im Fitnessstudio finde ich, ist das wieder was anderes irgendwie. Ja, auf jeden Fall versuche ich das jetzt so ein bisschen besser zu machen. Ja, so die letzten 2,5 Wochen wollte ich jetzt, glaube ich, mal richtig durchziehen wieder, dass ich dann wirklich ein tolles Endergebnis habe. Und ich werde auf jeden Fall den Lifestyle auch ja, weiterführen, auf jeden Fall, weil ich bin jetzt so mittendrin. Ich war vorher richtig Coach Potato. Und ja, auf jeden Fall, meine Erfahrungen sind, jedes Mädchen, was sich unwohl in seinem Körper fühlt, jedes Mädchen, was wirklich was ändern möchte an seinem Körper, an seinem Gewicht, an sein ganzes Leben, sollte wirklich sein Zero machen. Wirklich. Ich rate es echt jedem Mädchen, jeder Frau, weiß ich was. Wenn ihr euch unwohl fühlt und sei Zero, gibt euch einfach ein ganz anderes Leben. Also ich brauche zum Beispiel auch, früher habe ich alles mit Mayonnaise gegessen. Wenn ich jetzt Mayonnaise sehe, kriege ich das Kotzen. Das ist echt so. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr was ändern wollt, dann tut es, dann kauft euch Size Zero, dann ihr bereut auch den Preis nicht, wenn ihr es wirklich durchziehen wollt und wenn ihr was ändern wollt, klar, dann bereut ihr den Preis auch nicht. Klar soll sich jeder Mensch wohlfühlen in seiner Haut, wie er möchte, oder ja, jeder Mensch soll sich wohlfühlen. Aber wenn du was ändern möchtest, dann mach es auch und Size Zero ist echt was Gutes und ich bereue es nicht. Zwar habe ich jetzt ein paar Wochen den Sport echt schleifen lassen, aber trotzdem sage ich nicht, oh scheiße, die 300 Euro oder so, weil ich bereue es einfach nicht. Und ja, ja, ich habe ja mit 70,2 Kilo angefangen, bin jetzt auf 64,6. Und das in 8 Wochen, also in 2 Monaten, finde ich das echt schon... Also ich finde, es könnte mehr gehen, wenn ich so andere Teilnehmerinnen angucke, aber die ziehen das halt 1:1 nach Plan durch, ich nicht. Ich cheate auch sehr gerne und gönne mir mal was, aber ich fühle mich sehr wohl in meinem Körper und ja, ich habe auch halt schon viele Komplimente bekommen und gesagt so, hey, du hast ja voll abgenommen und so, und aber ich sage niemanden wie. Also so von meiner Familie oder so, die wollen immer wissen, wie ich das gemacht habe oder wie ich das mache. Aber ich sage immer, ja, ich esse jetzt ein bisschen anders, ne, und ernähre mich anders und gucke auch, wie viel Fett oder wie viel Zucker drin ist. Und ja, also ich bin total zufrieden mit Size Zero und ja, ich kann es nur jedem anbieten, der auch was ändern möchte an sein Leben, an seinen Körper, keine Ahnung. Wie gesagt, ich war früher, was heißt früher? Vor acht Wochen war ich auch noch totales Couch Potato. Hab mich kaum bewegt oder ich habe mich gar nicht bewegt. Es schwabbelte alles nur und war überhaupt nicht straff. Und ja, habe ich mich überwindet und Size Zero geholt und ich bereue es nicht. Ich liebe Size Zero und ja, ich mache den Lifestyle, mache ich auf jeden Fall auch weiter. Ich werde mich auch dann auch so ernähren nach Woche 3 und 4, wie das vorgegeben ist. Und ja, das war es jetzt, glaube ich, erstmal so. Ich werde dann endgültig, wenn Woche 10 vorbei ist, komplett berichten, wie viel sich verändert hat und alles Mögliche. Und ja, ich hoffe, das Video konnte euch einigermaßen helfen oder mit Motivation geben. Keine Ahnung, ich habe ganz schön viel durcheinander geredet. So. Ja. Keine Ahnung. Tut was, wenn ihr es möchtet, wenn ihr euch unwohl fühlt und das kann ich euch nur auf den Weg geben. Macht was und ja, dann sehen wir uns einfach bis zum nächsten Mal und tschüss!